Und Leute, damit erstmal ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Spiel und wir spielen diesmal The Quarry. Ein Spiel, worauf ich wirklich sehr, sehr, sehr gehypt bin. Ein sozusagen Until Dawn 2, sage ich mal. Viele nennen es auch das geistige Until Dawn 2, weil es einfach fast dasselbe Prinzip ist. Jugendliche wollen in ein Feriencamp, bisschen feiern, ein bisschen Spaß haben, aber dann kommt irgendein Ereignis und die Nacht ist dann halt ruiniert, ja. Also ich bin schon sehr gehypt auf das Game. Ich hoffe, das wird kein Flop sein. Ich hoffe, das wird sehr, sehr krasser mit der Story, genau wie Until Dawn, sage ich mal. Die Plot-Twists in dem Spiel, ne? Ich hoffe, das wird sehr, sehr geil sein. Das Spiel hat sogar einen 8 Online-Multiplayer-Modus, wo alle 8 Spieler die Story mitspielen können. Und es hat auch angeblich über 100 Enden, dieses Spiel. Also, ich bin gespannt auf das Game auf jeden Fall. Da würde ich sagen, ich will gar nicht so lange rumquatschen. Gerne einen fetten Like raushauen, wenn es dir gefallen hat. Danke an jeden Supporter auf jeden Fall erstmal hier. Und dann würde ich sagen, wir starten ein neues Game und wir gehen rein in The Quarry. Alter, so hype, Alter, so hype. Uhr, 24. Juni, Laura, Route 919. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist lost. Das ist diskutabel. Du bist lost, sagt die. Hä? Safety-Tipps, Quicktime-Events? Etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Tutorial oder wie? Ach so. Quicktime-Events oder QTEs, okay. Über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Ah. Pass auf. Denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Das ist schon süß gemacht, muss ich sagen, das Tutorial hier. Kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Okay, danke schön, lieber Mann, der mir es erklärt hat hier. Oh, Kreis, Kreis nach oben. Ah, Kreis und nach oben müssen wir machen sogar den Stick. Schlecht. Alter. Danke. Bitte? Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Kein Jumpscare, bitte? Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst?
Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay, bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei. Sind das schon mal die ersten Charaktere oder sind es die Charaktere, die erstmal sterben werden im Spiel? Die ersten beiden Charaktere, die eben das Leid dieser Gegend spielen, wenn Flyer nehmen oder Karte nehmen. Wir nehmen mal die Karte, oder? Wir nehmen die Karte. Voila. Was ist das? Wir nehmen die Karte. Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Da war halt nur ein Flyer. Keine Balken. Ich weiß jetzt nicht ganz, was richtig war. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Da war gerade eine Frau... Oh, scheiße! Nach rechts hier! Da war gerade eine alte Frau in der Rückbank. Okay, aber die Quicktime-Events sind ein bisschen anders. Man muss eine Taste drücken und dann noch einen Stick Richtung angeben. Ja, also links und dann noch Kreis dazu. Das ist schon ein bisschen schwieriger, Leute. Nicht nur die Tasten drücken, auch mit dem Stick ein bisschen rumführen. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein riesiger Spaß. Ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Guck doch hinter euch. Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Oh nein. Keine Ahnung. Ey, bitte. Ich weiß, es ist ein Horrorspiel, aber ich will mir nicht in die Hosen scheißen, bitte. Tu mir doch jeden Gefallen. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, okay. Okay, das ist dann erstmal der Anfang, Leute. Zwei Jugendliche wollen zum Sommercamp fahren. Und ja, dann haben die jetzt hier einen Unfall gebaut hier. Das Auto ist am Arsch und jetzt müssen die erstmal hier rauskommen. So, Leute, ich will dann erstmal kurz Ventil anmachen hier und dann geht's weiter gleich. Bis gleich, Leute. So, jetzt wurden die Subtitles angemacht, Leute. Jetzt könnt ihr auch gerne mitlesen, was die sagen. Ja, schon sehr, sehr interessant der Anfang hier mit den beiden. Also... Meine Mom killt mich. Ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird hier. Ich hab so ein Gefühl, die beiden werden sterben. Aber ich glaube, die haben sich noch nicht vorgestellt, die beiden, wa? Wie die heißen? So, aber ich muss sagen, die Musik, ist so passend hier in dem Setting. So geil gemacht eigentlich hier auch. So, die Frage ist jetzt, wo lang? Und zerbrechen, Tutorial ansehen. Was ist das denn jetzt hier? Quicktime Events, Weg gewählt, unterbrechen. Was ist denn das hier? Wir machen das mal, würde ich sagen. Unterbrechen, was heißt das, dieser Spiel? In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Auch genau wie in Until Dawn, Leute. Manchmal ist es besser, nichts zu tun. Merken wir uns mal. Ich weiß jetzt nicht, warum das Spiel es uns jetzt zeigt. Ich kann ja sein, dass jetzt irgendwas kommen wird, wo wir sagen, okay, wir können zwar handeln, aber wir machen es lieber nicht, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt hier auf das Game. So, was sollen wir nehmen? X? Einfach das hier nehmen, oder wie? Die Tasche nehmen, genau. So, was steht's hier? Lieber Mr. Brindley. Wieso hast du nichts gesagt? Oh. Er wurde nicht angenommen, Leute, an der Uni. Danke, Schatz. Ja. Der wurde nicht angenommen. Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht.
an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Herzens. Oh nein. Jemand beobachtet uns, überall Leute. Ist besser als hier. Sorry für meinen Hintergrund, Leute, dass es so bei mir hell gerade ist. Ich versuche in den nächsten Folgen es ein bisschen dunkler zu gestalten, dass ich vielleicht ein bisschen später aufnehme. Aber ich muss es einfach für heute aufnehmen, Leute, für euch in den ersten Parts hier für The Quarry. Ich bin, wie gesagt, so gehypt auf das Game auf jeden Fall. Also 100 Enden, wie gesagt. Also ich bin mal gespannt, wie das hier aussehen wird, dieses Spiel. Ja, aber wir sollten erstmal herauskommen aus diesem Gebiet. Das Auto schnell parieren und dann, ja, schnell raus hier. Oh nein. Die Frage ist jetzt aber auch, was für ein Monster werden wir sehen? Ob das wieder Geister sind wie in den anderen Dark Anthology Spielen? Das werden wir sehen, Leute. Ich hoffe aber keine Geister, das wäre ein bisschen langweilig. Wo gehst ich hoffe wieder so ein Monster wie der nur Wendigo. Irgendeine Legende halt. Wieder. Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Trotzig und entgegenkommend. Komm, beeil dich, beeil dich. Mein Gott, ich will jetzt nicht anpumpen. Streiten jetzt in so einer Situation ist nicht gut. Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Der ist auch so komisch drauf, ich der Junge, muss ich sagen. Okay, ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Okay. Ich finde, der ist übelst sass. Die Art, wie er redet, die Art, wie er irgendwie... Aber Auftritt, ich weiß nicht genau, was ich hier in ihm sehen soll. Okay. Viel Glück mit der Karre. Aber ist das jetzt so smart, jetzt sich aufzuteilen? Das ist immer dasselbe irgendwie in diesen Horrorspielen, Horrorfilmen. Aufteilen, warum nicht zusammenbleiben? Warum nicht zusammenbleiben? Das ist doch viel, viel besser. Bewege dich mit linken Stick. Ja, okay, dann bewegen wir uns mal. Also ich finde es eine dumme Idee, sich jetzt aufzuteilen. Es wäre besser, einfach zusammen zu bleiben. Aber, na gut. Wir machen das, was das Spiel will, ne? Leute, so, was ist hier? Ein Totem, sage ich mal, wo man die Zukunft sehen kann. Auch wie in Until Dawn. Harum Scarum Plakat. Das sieht so aus wie so ein Zukunftsblick, oder? Da war halt so eine Frau in so einer Glaskugel. Eine Wahrsagerin, glaube ich sogar. Ich glaube, man kann auch die Zukunft wieder vorausblicken hier. Auch wie in Until Dawn. Also ich hoffe, die werden viele Until Dawn-Elemente auch wieder einbauen. Denn Until Dawn war auch ein sehr, sehr geiles Spiel auch. Ja. Aber die Musik ist, wie gesagt, richtig geil. Dieser Beat, passend zu dem Setting hier, finde ich sau, sau cool. Aber ich sehe gerade, waren zwei Wege, oder? Einmal links und einmal rechts. Wer ist Silas? Und wer bist du? Oh, ich bin mir so erschreckt, ne? Ich hoffe aber auch, die werden nicht irgendwie in allen Ecken und Enden einen Jumpscare einbauen. Ich hoffe, die werden da ein bisschen, sage ich mal, nicht so übertreiben mit den Jumpscares. Man muss sagen, Until Dawn war das schon wirklich sehr, sehr, sehr schlimm mit den Jumpscares. Auch sehr unnötig in manchen Stellen. Hallo? Also, ich sag's nochmal, zusammenbleiben, Leute. Warum jetzt trennen? Warum? Du hast eine alte komische Frau gesehen. Ich würde so bei dem Typen bleiben, ne? Geh zurück. Lass mich entscheiden, Spiel. Ich will zurückgehen. Lass mich entscheiden. Ich muss dich erschrecken, bitte. Bitte spielen. Wo sind sie? Silas. Wer ist Silas? Ist es sein Sohn oder wie? Ihr Sohn? Nein, nein. Oh mein Gott. Aber ey, die haben keinen Jumpscare eingebaut, Leute. Also die, ich glaube, die sparen mit den Jumpscares echt jetzt sehr. Das freut mich sehr, aber... Wer zum Geier ist Silas, Mann? Was geht denn jetzt hier? Ach so, ja, ducken erstmal. Aber lauf doch zum Freund zurück!
Lauf doch zum Freund zurück hier, so nach oben bestimmt, ne? Genau. Das ist ein bisschen wie auch Beyond Two Souls, ne? Wo man auch die Bewegungen von der Figur nachmachen muss in die Stick. Hey, was war? Was war? Bist du okay? Rennt raus auf die Straße und rennt einfach. Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich konnte... Hase, Hase, Hase. Atmen. Es ist okay im Wald. Da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja, 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 ja. Los geht's. Okay. Oh, hat es geschafft, oder wie, mit dem Auto? Lass weg hier, lass weg hier, ja, lass weg hier. Er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Oh nein, bleibt er stecken, oder wie? Okay, gib mir eine Minute. Er bleibt stecken im Schlaf. Das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach... Ich will uns nur hier rausbringen! Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay, ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße! Oh, fuck! What the fuck? Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Ist das ein Polizist? Oh, ist ein Polizist. Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Weg gewählt. Ja, Ausweichen und ehrlich. Ich weiß auch eigentlich nicht selber, was geschehen ist. Ich habe halt nur ein Monster gesehen oder irgendwas Kleines, ne? Wir sind mal ehrlich. Irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Eigentlich ist was auf dem Weg geblieben. Er hat sich so gebückt, glaube ich, war das sogar. Unehrlich. Ah, der Typ ist auch sass, Leute, ne? Der Typ ist wirklich sehr, sehr komisch drauf. Das war aber kein Tier, das war irgendein komisches kleines Geschöpf, was sich so gebückt hat, wie gesagt, ne? Ich bin mal trotzdem ehrlich. Wir sind mal ehrlich, Leute. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Na, ja, ja. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Wie gewählt. Mutter laufen lassen. Der Kopf Sir? Wirkt beunruhigt. Oh, das ist jetzt nicht gut, ist aber... Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, ehrlich. Das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Hm. Ich weiß da nicht, ne? Alles ist hier ein bisschen komisch. Ich glaube, das Sommercamp ist ein bisschen verflucht, wa? Hey. Und jetzt verraten Sie mir. Was zur Hölle? Sie zwei, allein hier draußen, um die Uhrzeit tun. Keine Ahnung, wir wollten zum Camp fahren. Ja, wir wollten zum Camp fahren einfach. Ja, zum Camp. Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Ach du Scheiße, ist da komisch. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nein. Nicht heute Nacht. Was soll das denn heißen? Harbinger Motel. Ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Nein, nein, nein! Nein, wir fahren nicht zum Meckels Wackels Motel. Warum sollen wir jetzt hinfahren? Hä?
Der ist ja nicht unser Vater, der Polizist. Der ist bisschen, ne? Ich hab ein Auge auf ihn. Wir fahren. Wieso nicht Hackett's Quarry? Wir können einfach durchfahren. Respekt, Sir. Wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Hä? Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem ist. Bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Ey, mach keine Faxen, ja, ich Polizist? Ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Oh, okay. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Aufpassen, wir sind in Amerika, ne? Die ziehen schnell die Waffen, okay. Die amerikanischen Polizisten. Die amerikanische Polizei, die machen da keine Späße mit der Waffe. Da muss man aufpassen, auf jeden Fall, aber... Oder er weiß selber, dass in Hackett's Quarry irgendwas abgeht, was komisch ist. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Der lügt. Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen. Gleich am Morgen. Der hat Blut an seinem Hals, Leute. Oder es ist irgendeine Wunde, sag ich mal. Aber das ist, glaube ich, das sind Blutflecken, glaube ich, Leute. Ich glaube, das sind Blutflecken. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist... Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Ich glaube, es wird was passieren, wenn wir jetzt Richtung Hackett's Quarry fahren, oder? Weil der ist der einzige Polizist hier weit und breit bestimmt, hier in dieser Gegend, in dieser Geistergegend. Und ich glaube, wenn wir jetzt nach Hackett's Quarry fahren, dann gibt es große Probleme. Aber ich glaube, wir müssen zum Harbinger Hotel fahren. Aber warum ausgerechnet dort? Wieso sitzt der Kerl noch da? Eine große Hilfe, der Kerl, der war unheimlich, der war keine große Hilfe. Der Kerl war unheimlich, Junge, der war gruselig. Ach, dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es war es Blut? Ja, das war Blut, das habe ich auch gesagt. Netzi, kennenzulernen. Das habe ich auch gesagt. Oh mein Gott. Oh Mann. Ja, erstmal lachen die noch, aber ich glaube, das Lachen wird schnell vergehen. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh auch. Ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry? Oh, ja. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Ja, also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah. 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Mams. Okay, es endet hier. Es kann aber auch sein, dass der Polizist uns wirklich helfen will. Der wirkt so ein bisschen gruselig zwar, aber der ist halt genau wie dieser Flammenwerfer-Typ Until Dawn halt ein bisschen creepy, aber dafür halt auch ein Helfer, der uns wirklich vor was Bösem bewahren will, ne? Hackett's Quarry, Sommercamp, 0.26 Uhr, Laura. Das glaube ich nicht, ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Vielleicht doch zum Motel fahren? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. F-
fahrt am besten zum Motel. Also ich wäre dafür, zum Motel zu fahren irgendwie. Also irgendwie will ich doch zum Motel jetzt fahren irgendwie. Ich will nicht mal reinlaufen, muss ich ehrlich zugeben, hier in Hagrid's Quarry. Ich glaube, hier ist irgendein Monster. Wie auch in Antlendorn. Dann würde ich sagen, Leute, war eine interessante erste Folge, würde ich sagen, mit dem Polizisten, mit Laura und Max, mit den beiden Figuren, die Betreuer. Ich glaube... Ist das Licht im Zimmer? Das ist Licht im Zimmer, Leute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge reingehen. Da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es dir gefallen hat, wenn du mehr vom Spiel sehen willst hier. Ich bin sehr gehypt auf das Game. Der Anfang ist schon sehr geil gemacht, muss ich sagen. Und dann hoffentlich umso geiler dann im Laufe des Spiels. Da würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.